Ja, und machen wollen wir das mit Katja Suding, stellvertretende Parteivorsitzende der FDP, Landesvorsitzende in Hamburg und stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag. Wir haben vor einer knappen Stunde die Rede des Parteivorsitzenden gehört, Christian Lindner. Was fanden Sie denn das Bemerkenswerteste an dieser Rede? Ja, er hat ja deutlich gemacht, dass wir in eine neue Phase eingetreten sind, dass die FDP ihre Rolle im Deutschen Bundestag als Opposition jetzt angenommen hat. Und wir sehen es als unsere Aufgabe an, die Regierung vor uns herzutreiben, die ja auf den wichtigsten Zukunftsfeldern schlicht und einfach zu schlafen scheint. Da werden Kommissionen gegründet, beispielsweise zur beruflichen Bildung. Aber Zukunftstechnologien verschlafen ist. Sie brauchen jemanden, der Ihnen die Zukunft erklärt. Wir machen uns schon darauf, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit wir in Deutschland die Zukunftstechnologien, Biotechnologie, Mobilität, künstliche Intelligenz, Robotik, dass wir die auch wirklich nutzen können. Und dazu gilt es erst einmal, unser Bildungssystem komplett umzukrempeln. Das ist der allererste Schritt, den wir gehen müssen. Und da ist die Bundesregierung doch sehr mutlos mit ihrer Grundgesetzänderung, die sie da jetzt plant. Wir wünschen uns deutlich mehr. Wir wünschen uns wirklich qualitativ hochwertige Bildungsstandards im ganzen Land. Der Bildungsföderalismus gehört grundlegend reformiert. Da brauchen wir mehr als ein kleines Reformchen, was wir jetzt von der Bundesregierung erleben. Die Bildung, das ist ein Thema, das die FDP schon immer gepflegt hat. An einer anderen Stelle hat der Parteivorsitzende die FDP, wie ich finde, bemerkenswert positioniert. Er hat nämlich komplett Nein gesagt zu jeglichem Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte. Das ist eine Position, die so nicht mal die CSU teilt. Die Bundesregierung und die CSU sagen, ja, 1.000 pro Monat. Warum diese Positionierung? Er hat gesagt, dass es willkürlich ist, zu sagen, wir erlauben 1.000 Menschen den Familiennachzug. Diese Zahl ist ja auch völlig aus der Luft gegriffen. Unsere Position ist ja eine andere. Wir sagen, dass es grundsätzlich so sein soll, dass Menschen, die hier nicht bleiben können, auch ihre Familie nicht nachholen. Dass es aber gleichwohl Härtefallregelungen geben darf und muss. Das ist die Position der Bundestagsfraktion, die wir auch in das parlamentarische Verfahren bereits eingebracht haben. Reden wir mal über die FDP und die Frauen. Nur knapp 20% der Mitglieder der FDP sind weiblich, nur 19 von 80 Bundestagsabgeordneten. Woran liegt das denn? Naja, wir sind etwas über 20% der Mitglieder. 22, wenn ich richtig die Zahlen gelesen habe. Ist weit weg von 15. In der Bundestagsfraktion sieht es ein bisschen besser aus, aber Sie haben recht. Ich würde mir auch wünschen, dass wir noch mehr Frauen begeistern können, davon in der FDP mitzuarbeiten, auch Funktionen und Mandate zu übernehmen. Ich würde mir auch wünschen, dass noch mehr weibliche Wähler von uns angesprochen werden können. Dazu müssen wir einiges tun. In Hamburg funktioniert das schon ganz gut. Ich würde auch gerne mal auf die positiven Beispiele gucken. Okay, was macht denn die FDP, um Frauen für sich zu gewinnen? Na, ich bin dort Landesvorsitzende. Wir haben eine Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen, Ria Schröder, die aus Hamburg kommt. Die Vorsitzende der Liberalen Europäischen Jugendorganisation kommt aus Hamburg, die Svenja Hahn. Und ich gehe da mit gutem Beispiel voran. Wir sprechen gezielt Frauen an. Wir sorgen dafür, dass die Parteiarbeit so organisiert wird, dass sie insbesondere auch für Frauen akzeptabel ist, weil die haben nämlich eine sehr viel niedrige Toleranz, was Endlossitzungen angeht, was ineffizientes Arbeiten angeht. Wenn man Sitzungen professionell vorbereitet, dann bleibt auch viel Raum für gute und fruchtbare Diskussionen und trotzdem ist man nach einer gewissen Zeit einfach am Ende und hat ein Ergebnis. Und das ist etwas, was Frauen besonders anspricht, aber was natürlich auch für Männer etwas Positives darstellt. Jetzt diskutiert die FDP zum ersten Mal auch über Frauenquoten, zum Beispiel auf den Listen, in Vorständen. Finden Sie das gut? Ja, ich bin eher skeptisch, ob das wirklich das richtige Instrument sein wird, aber bin da offen für eine Diskussion, die offen geführt wird, wo wir das Ergebnis noch nicht kennen. Wir müssen gucken, was das Richtige ist. Ich glaube aber, dass weibliche Vorbilder und eine effiziente Form der Parteiarbeit, dass das wichtiger ist, als über Quoten zu reden. Müsste die FDP auch ihr Programm mal skeptisch anschauen und sagen, wo fehlen bei uns Themen, die für Frauen wichtig und interessant sind? Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es Themen gibt, die Frauen mehr ansprechen als andere. Ich bin damals in die FDP eingetreten, weil ich diese Partei dafür mag, was sie die Selbstbestimmtheit nach vorne stellt, die Chancen, die jeder Einzelne hat, die wirtschaftliche Vernunft hat, die aber auch eine gute Bildungs- und Familienpolitik macht. Ich glaube, das gibt nicht wirklich Frauen- und Männer-Themen, die man so wirklich auseinanderhalten könnte. Es ist wichtig, dass wir Frauen noch weiter begeistern. Darüber werden wir sprechen, darüber, wie das am besten geht. Gute Beispiele gibt es und die sollten wir uns angucken und auch auf die gesamte Partei übertragen.
Christian Lindner hat ein Beispiel genannt, was vielleicht ein Thema sein könnte, was Frauen spezifisch interessiert. Das ist der Paragraph 219a. Das ist das Verbot für Abtreibung zu werben. Und in der Praxis wirkt das so aus, dass eine Ärztin, so hatten wir den Fall, auf ihrer Homepage nicht mal darauf hinweisen durfte, dass sie Abtreibungen vornimmt. Will da die FDP was ändern? Ja, wir haben auch darüber intensiv diskutiert und wir haben versucht, einen vermittelnden Vorschlag in die Debatte einzubringen, der die Position der Union und der anderen Fraktionen verbindet, nämlich eine Reform des Paragraphen 219a, der diese Information, von der Sie gesprochen haben, durchaus erlaubt. Die brauchen wir, dass Ärzte, die wirklich wissen, worüber sie reden, auch informieren dürfen. Das ist im Moment nicht möglich, der aber anstößige Werbung für Schwangerschaftsabbrüche verbietet. Jetzt haben wir die Situation, dass die SPD zurückgetreten ist von ihrem Vorhaben. Die haben ja bereits einen Antrag eingebracht, den Paragraphen abzuschaffen. Wir fordern jetzt die anderen Parteien, insbesondere auch die SPD, auf, zu ihrer Haltung zu stehen, weil dann hätten wir in der Bundestag eine Mehrheit, um an diesem Paragraphen etwas zu tun und den Frauen wieder die Möglichkeit zu geben, sich in einer wirklich schwierigen Phase ihres Lebens auch über das Internet zu informieren, und zwar umfassend. Das, glaube ich, sind wir den Frauen schuldig und das ist unbedingt notwendig. Herzlichen Dank, Katja Suding.